Hallo, Wiebke Muser hier. Ich bin heute wieder in Jena unterwegs. Und zwar, weil es um Wohnraum für Familien geht. Der Wohnraum für Familien in Jena ist knapp. Vor allem, wenn man die Konkurrenz zu den Studenten sieht. Und das ist natürlich auch in puncto Preis für die Familien ein großes Problem. Wir als AfD wollen, dass mehr Wohnraum für Familien zur Verfügung gestellt wird, beispielsweise durch Anbindung des ländlichen Raumes. Aber dazu gehört natürlich auch, dass dieser ländliche Raum dann vernünftig an den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist. Und deswegen stehen wir heute hier. Wir stehen im Norden von Jena an Zwäzen Schleife. Man sieht die Straßenbahn in einer Schleife, wie der Name schon sagt, endet hier und fährt wieder zurück. Dahinter kommt aber noch ein Wohngebiet, was eben dementsprechend nicht an die Straßenbahn angeschlossen ist. Das ist schlecht für die Familien, vor allem für die Kinder, die auf ihrem Schulweg erstmal einen weiteren Weg bis zur Straßenbahn auf sich nehmen müssen. Und da liegt genau das Problem. Wir brauchen Wohnraum für Familien, Wohnraum, der vernünftig an den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist.